So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück und mit Skip können wir jetzt endlich zum Schiff gehen. Das konnten wir bestimmt schon vorher, weiß ich nicht. Aber ich habe ja zum Glück den Kajutenschlüssel von Greg geklaut. Aber schauen wir doch einfach mal erst, ob es dann tags hell wird, wenn wir eine Runde schlafen. Jep, 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 jep. So, dann Skippy Boy. Warte mal, ich speichere erstmal. Auf geht's. Bring mich zum Schiff. Geht sofort los. Ja, sofort. Ach so. Hä? Ja, natürlich. Ich vergaß, richtig. Ich dachte, in einer Folge dachte ich mir so von wegen, seit wann bringt mich Skip zu meiner Albatros? Das ist aber Quatsch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Minute von Dingsbums ist. Oh, Entschuldigung. Ich habe das völlig verdrängt, liebe Freunde. Und Asche auf mein Haupt. Ja, was suchst du hier? Hätte ich vielleicht doch nicht schlafen sollen. Was? Gucken wir mal nach. Stimmt ja, der Skipper. Der ist natürlich derjenige, der mich hier auf Gregs Piratenschiff bringt. Ist doch wohl logisch, ne? Muss ja auch irgendwo eine Piratenflagge geflaggt sein, oder? Kann ich zwar nicht erkennen, aber gut. Ja, da geht's nicht hin. Gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, wo die Tür sein soll zu Gregs Kajüte. Ist das die hier? Moment. Da ist nichts drin, aber questmächtige Waffe. Gucken wir mal rein. Questmächtige Waffe. Ich muss mal suchen. Da ist sie. So. Aha, deswegen. Ich kann nun auf das Schiff und die Waffe holen. Skip bringt mich hin. Vielleicht kann ich das Schwert an irgendeinem Schrein verbessern. Ich sollte aber erst Ren mitteilen, dass die Waffe in meinem Besitz ist. Ich habe das Schwert nicht finden können. Wird es Greg aus der Truhe genommen haben? Oder wurde es vielleicht sogar gestohlen? Was kann ich tun? Die Piraten auf dem Schiff frage ich lieber nicht, wer in der Kajüte gewesen ist. Sonst werden sie so wissen wollen, was ich dort zu suchen hatte. Ich frage meinen besten Ren. Vielleicht hat er etwas mitbekommen. Mhm. Also deswegen. Gucken, was kann ich denn hier noch erfahren? Ja, 25. Sehr schön. Was gibt's denn noch so hier zu loten? Loten. Es kriegt auch keiner mit, dass ich hier oben war, weil die alle auf dem unteren Deck sind. Da ist es gerade. Was suchst du hier? Geh! Ja, guck mal, Gabel, Monty. Ja, ich hau schon ab, Leute. Loges Kerlchen. Loges Kerlchen. Wunderbar. Schön. Lucia, was hast du? Gib mir was zu trinken. Und sie kann mich in Gesieg lernen. Das ist schön. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Hier irgendwie drauf? Dann rüberschwimmen? Wäre wohl die Option, ne? Da gab es hier noch einen. Leute, mein Hirn. Sorry. Da gab es hier noch jemanden, der mich zurückbringt. Das weiß ich auch nicht mehr. Das habe ich auch schon wieder alles vergessen. Ja, es sind in letzter Zeit so komische Ereignisse passiert, die mich doch auch ein bisschen beschäftigen. Und ich jetzt hier ein bisschen im Let's Play ein bisschen staccatohaft bin. Also das heißt also nicht in eins durchspiele, was natürlich klar ist. Deswegen muss ich mich mal hier reorientieren. Ich mache aber trotzdem hier den Jump ins Wasser und schwimme eben mal hin. Jetzt mit Ren reden. Wo war denn Ren nochmal? Das ist ja Tom. Der hat ja immer noch nichts. Rennen wir zu Rennen. Skip hat ja immer nur noch die Option, bring mich zum Schiff. Okay, logisch, ist mir völlig entfallen. Garrett, wo war jetzt Ren? Gucken wir mal. Ich glaube, Bill, hier ist Ren. Ich habe gesehen, wie Skip dich auf das Schiff gebracht hat. Hast du das Schwert gesehen? Nee. Ich habe die Waffe nicht finden können. Greg scheint sie wieder aus seiner Truhe genommen zu haben. Das kann nicht sein. Greg war schon seit mehreren Tagen nicht mehr auf dem Schiff.
Abgesehen davon hätten uns die Leute an Bord längst erzählt, wenn die Waffe woanders untergebracht wurde. Dann wurde sie gestohlen. Unmöglich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das jemand trauen würde. Nee. Was sonst? Die Schiffsratten werden sie sich bestimmt nicht geholt haben. War denn das Türschloss der Kajüte beschädigt? Nein, es war intakt. Dann kann es niemand gestohlen haben. Nur Greg und Monty haben einen Schlüssel zu der Kajüte. Monty? Wieso? Na, der muss doch Gregs Kajüte immer in Schuss halten. Aber Monty wird bestimmt nicht der Dieb sein. Der hätte viel zu große Angst vor Greg. Wo ist eigentlich Monty? Den habe ich vorhin noch am Strand gesehen, nördlich von Samuels Höhle. Okay. Wahrscheinlich wollte er sich bei ihm noch was zu trinken holen. Hatte er irgendetwas dabei? Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich daran, dass er einen Sack bei sich trug, in dem irgendwas drin war. Interessant. Ich werde mal mit Monty reden. Ja, dann gucken wir doch mal gleich in das Logbuch rein. Und zwar mächtige Waffe. Allem Anschein nach wurde das Schwert gestohlen. Ich habe von Ren erfahren, dass Monty einen Schlüssel zu Gregs Kajüte hat. Auch, also er auch natürlich. Und er will ihn mit einem Sack nördlich von Samuels Höhle, also er will ihn nördlich von einer Höhle, also Samuels Höhle gesehen. Haben wir gesehen, was Monty dazu zu sagen hat. Und wir wissen ja, wo dieser Schnapsbrenner ist. Der ist ja da hinten ums Eck. Na, schön am Segen, Average. So, und zwar am Strand. Das war jetzt hier noch nicht. Am Strand. Bin ich jetzt weit, zu weit? Stopp, ich bin, glaube ich, zu weit, ne? Kann das hinkommen? Hier sind doch die Fässer. Ja. Okay, wer bist du? Bist du? Du bist Samuel. Rum, schick mal eine Buddel rum. Okay. Und mal, weißt du, wo Monty ist? Störe ich? Mann, kaum mir bloß kein Ohr ab. Ich will meine Ruhe. Was willst du haben? Ein Rum oder ein Grog? Such dir was aus. Ja, ich weiß. Aber hier steht ja auch noch ein Rum, aber den lasse ich dir mal lieber. Tja, am Strand. Ja, dann schauen wir mal, ob der Monty sich irgendwo hier aufhält. Ach du Scheiße, da liegt einer. Das ist bestimmt Monty. Tatsache, der ist hin. Der ist kaputt. So, echter Seemannsgrog, ein Brot, ein Fisch, eine Notiz, Zettel von Monty, goldener Ring und zwei alte Münzen. Dann gucken wir doch mal, was auf der Notiz steht, nicht wahr? So, endlich gefunden. Zettel von Monty. Darin steht, was sind das nur für furchterregende Gestalten? Aber ich muss was tun. Ich muss tun, was sie verlangen, sonst werden sie mich umbringen. Ich werde also das Schwert aus Gregs Truhe klauen und ihnen beibringen. Der Treffpunkt ist am Schiffsgerüst oberhalb von Samuels Höhle. Gut, dass ich nicht in die Höhle mit der geheimen Wand hin muss. Nachher verschleppen mich die Kerle noch, Monty. Monty nicht so gut schreiben, ne? Dann gucken wir nochmal. Ich habe bei Monty einen Zettel gefunden. In diesem gesteht er, dass er die Waffe aus Gregs Truhe entwendet hat. Allerdings wurde er hierzu von einem paar ganz üblen Burschen gezwungen, die nun die Waffe in ihrem Besitz haben. Vermutlich haben diese Monty beseitigt, damit er sie nicht verraten kann. Monty hat auch was von einer Höhle mit einer geheimen Wand geschrieben. Diese scheint sich in der Nähe einem Ort zu befinden, wo ich seinen Leichnam gefunden habe. Ich sollte aber erstmal Ren informieren, bevor ich diese Höhle suche. Ja, dann renne ich doch mal zu Ren hin. Ich albern. Ich weiß. Er darf aber seine Albernheiten bzw. seine Lustigkeit oder seinen Humor nicht verlieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Mal gucken, ob Ren da immer noch in der Nähe rumrennt. Zoppalott. Das ist Gerrit. Wo ist denn jetzt hier nochmal dieses Doppelbett gewesen? Also. So, er ist wieder weg. Ren ist wieder weg. Jetzt darf ich da ist er. Mhm, okay, auch eine schöne Aussicht, Ren. Gucken wir mal, Ren. Nicht saufen.
sprechen. Monty ist tot. Was sagst du da? Das kann doch nicht wahr sein. Leider doch. Er ist tatsächlich der Dieb der Waffe gewesen. Doch hatte man ihn dazu gezwungen. Woher weißt du das? Er hatte einen Zettel bei sich. In diesem war von ganz üblen Kerlen die Rede, die ihm den Auftrag gaben, das Schwert aus Gregs Kajüte zu stehlen. Verstehe. Und wie ist Monty gestorben? Hast du ihn etwa? Nein. Seine Auftraggeber hatten wohl keine Verwendung mehr für ihn. Vielleicht aber wollten sie auch verhindern, dass er anfängt zu reden. Aber sie hätten ihn besser untersuchen sollen. Sein Zettel hat mir einen wichtigen Hinweis gegeben. Was wirst du jetzt tun? Den Räubern die Waffen wieder abnehmen. Ah, ich würde die Finger davon lassen. Dieses Schwert kam mir schon von Anfang an seltsam vor. Es bringt bestimmt Unglück. Wenn man für so eine Waffe sogar einen Menschen tötet, muss sie den Räubern sehr wichtig sein. Ich will wissen, warum. Na gut, es ist deine Entscheidung. Aber was sagen wir den anderen? Wenn man Monty findet, wird man jede Menge Fragen stellen. Am besten sagst du den anderen, dass ich ihn gefunden habe und zeigst ihnen seinen Zettel. Man wird natürlich darüber aufgebracht sein, aber sich vielleicht beruhigen, wenn du ihm mitteilst, dass ich die Mörder suchen werde. Du solltest aber verschweigen, dass ich nach der Waffe suche. Dann kann ich mir unnötige Erklärungen sparen. Ja, das wird wohl das Beste sein. Dann viel Erfolg bei der Suche und pass gut auf dich auf. Jetzt komme ich wieder so langsam rein. Schauen wir nochmal weiter. Ich habe Rams geteilt, dass Monty tot ist und ich die Räuber der Waffe suchen werde. Also wieder zurück zu dieser Höhle oder in die Nähe dieser Höhle von Samuel. Aber trotzdem, hast du noch eine Option? Nein. Dann, ich muss erstmal gucken. Hier, Tom, noch eine Option? Nein. Nochmal mit Greg sprechen. Auch nicht. Okay, da muss ich erstmal die Räuber finden. Nehmen wir mal Räuber und Gendarm. Also in der Nähe der Höhle. Was war das? Eine Wand? Eine durchgängige Wand? Das ist ja auch lustig. Bin ich schon wieder vorbei. Okidoki. Ein bisschen weiter rein, um zu gucken, ob wir irgendwo einen Zugang finden. Das könnte eventuell hier sein. Ah ja, okay. Speichere ich mal. Dann kann das ja nur diese Höhle sein. Leichnam von Monty ist auch verschwunden. Also eine Höhle mit einer geheimen Wand. Ist hier noch was draußen? Nee, Höhle mit einer geheimen Wand. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also hier geht es irgendwie nicht weiter. Die Meshkanten verraten es wohl, wa? Hier ist noch ein Skelett. Also, ich kenne das ja noch von uralten Spielen, wenn irgendwas war. Nee. Nee, doch nicht. Schade. Höhle mit einer geheimen Wand. Ihr seid lustig. Wo ist die denn bitte sehr? Okay, da sind halt eben nicht so ganz geschlossene Meshes, wo noch so ein bisschen Lichtblitze da unten vorgehen. Aber ich drücke auch mal mit der Maus. Aber eine Höhle mit einer geheimen Wand? Ihr seid cool. Ja. Also, hier gibt es keine unsichtbare Wand. Und im Logbuch stand ja auch, er wurde von irgendwelchen bösen Schergen überfallen, deswegen ist er tot. Ergo müsste ich mal irgendwie zu gucken, ob hier irgendwer von bösen Schergen. Es gibt manchmal so Punkte, da komme ich irgendwie nicht weiter. Böse Schergen. Meint ihr etwa die Suchenden? Das wäre der Hammer. Das heißt also, ja, die tauchen ja immer irgendwo auf. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich schon hier irgendwie in der Umgebung gezielt nach Suchenden geguckt habe. Das ist hier Alligator Jack. Jack. Jack, genau richtig. Hä, okay. Warum flackert denn das? Ich habe das doch alles wieder... Naja, das ist der DX11-Renderer.
Das wird jetzt echt übelst. Aha. Der war ja vorher nicht da, vor dem Portal. Okay. Suchende. Zwei Stück. Zwei Suchende. Gucken, ob ich da schon irgendwie Zugang habe. Ich bin mal gespannt. Eine gute Deckung habe ich ja. Ich brauche einfach nur nach unten. Mal gucken, mal wieder nach oben. Ein Suchender schwimmt. Na? Er trifft. Ich treffe. Kurz bevor er stirbt, macht er seinen Zauber weg. Das ist ja hochinteressant. So, aber da war ja noch einer. Leute, das ist interessant. So, da ist nämlich noch einer. Oh. Kommst du denn auch hier rüber? Das wäre cool. Dann hab ich's einfacher. Okay, dann mache ich nach der Haut drauf. Methode renne ich ja. Ich renne sie. Kuckuck. Ich höre seinen Schweif. Ach, da hinten bist du. Na, dann kann ich doch auch wieder. Haha, Kombos. So, Suchender. Akshar Talisman, Jakendar, Teleport, geheimer Ort. Ich hab's geahnt. Weil plötzlich da eine Zeile mehr war. Also, geheimer Teleport Jakendar. Ey, das wird jetzt spannend. Da muss ich mal die... Das ist... War das eine Rune? Ich muss mal gucken, Leute. So, gefunden. Da ist das Vieh. Oh, speichern. Und dann sind wir gespannt. Oh, ich wusste es. Na, wunderbar. Ich bin halb angefressen. Oh, wer ist denn hier? Okay. Kein Problem. Du willst nicht? Dann erschieße ich dich. Du da hinten auch? Okay. Wow. Hier liegt aber Zeug. Aber ich war doch schon mal an so einer Brutstelle. So, da kommt man nicht weiter. Aber hier gibt es eine Winde. Wenn ich die betätige, werde ich garantiert irgendwie... Ah, jetzt ist der unten. Ne, da hinten ist er. Na, kratzt doch nicht so dumm auf dem Boden rum. Na. Okay. Herrlich. Denn wenn ich die Winde irgendwie betätigen sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass da wieder irgendwas passiert. Weil das ist jetzt wirklich geheim. Ich hatte schon sowieso meine Rune gefunden im Laufe des Let's Plays. Mich auch an einem geheimen Ort gebracht. Okay, dann werde ich mal kurz speichern. Und mal schauen, wenn ich die Winde hier betätige. Gibt es hier noch was? Was denn passiert? Ja, da ging was auf. Kann das sein, dass ich dann eventuell hier wieder rauskomme? Tatsache. Hier gibt es Luft. Ah! Alles klar, da war das. Okay, dann war ich ja gar nicht mal so falsch. Okay, dann sind wir hier auf der richtigen Fährte. Sehr schön. Mal gucken, irgendwas an Pilzen versteckt. Da. Sehr schön. Was geil. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch sehr viel Zeug ist. Kräftiger Lager. Gut. So. Ach Gott. Kräftig bist du denn? Ja, so kräftig noch wieder nicht. Spiele auf normal. Nee, auf einfach, oder? Normal, okay.
wollte ich nur mal eingeblendet haben. So, da hinten ist noch ein kräftiger Lager. Warum? Er ist jetzt entkräftet. Spannend. Und noch mehr Suchende. Oh. So, dann schauen wir noch mal in unsere Gewürzliste rein. Die da heißt Magie. Magie, Magie. Und ja. Ich mache mal ein Ablenkungsmanöver mit dem Golem erwecken. So, ein bisschen nach vorne gehen. So, schnuckeligen Golem erwecken. Wunderbar. So, du pass mal auf, kleiner lieber Golem. Da hinten sind Suchende. Die werde ich für dich mal eben mal anpointen. So, Dille. Hoffentlich treffen sie dich. Nee. Jetzt aber. Jawohl, jetzt haben sie ihn getroffen. Und jetzt mal gucken, wie weit er die beiden ablenken kann. Du auch noch. Oh ja, ich bin mit Kombo, sehr schön. Ach, du bist ein kuscheliger, beschworener Erzgolem. Danke, danke, danke. Was frisst du denn gerne außer Knochen? Nee, Steine. Wie so ein Hund, ne? Okay, dann gehen wir erstmal hier Blauflieder pflücken. Hab ich nämlich noch Blauflieder gesehen. Ja, nachher zerbröselt der Golem. Oh, dich habe ich noch gar nicht gelootet. Ja, so zerbröselt der Golem. Jetzt weiß ich natürlich nicht, okay, hier ist alles Lootgut sozusagen weg. Gelootet. Kann ich ihm hier auch noch looten? Ne, geht nicht, da geht nichts. So, Suchender habe ich ja schon. Habe ich auch schon. Da hinten haben wir noch was. Ich werde aber Moment mal speichern. Okay. Wollen wir die Canyon-Ratten mal. Wunderbar. Geht fix. Geht eigentlich fix. Aber was ist denn das hier für ein schmaler Grat? Kommen wir hier hoch? Nö. Gibt auch nichts. Kidoki. Noch eine Canyon-Ratte. Blauflieder. Was bist du? Ein Wasserfall? Nee, okay. Das hat nur halt eben eine Wassertextur. Ist ein kleiner Fehler. Vom Renderer. Kann ich eventuell gucken, wo ich bin? Sehe mich nicht. Bin an einem geheimen Ort, liebe Freunde. Schauen wir mal weiter, was es noch weiter gibt. Ey, das ist ja hier. Schmale Gasse. Durch diese schmale Gasse muss ich kommen. Oh yeah. Kriechen den jetzt weg. Na, vielleicht doch irgendwie. Okay. Leute, ich kann mich so, glaube ich, so ein bisschen mit dem Kombokampf anfreunden. Schön. Ja, ich muss es üben. Nach wie vielen Jahren? Nach 20 Jahren? Okay, ich bin ja nicht so jung mehr. Aber auch gut. Da hinten sind noch mehr Suchende. Sind auch wieder zwei Stück. Ratzedamme. Habe ich mich denn erguckt oder sehe ich tatsächlich zwei? Zwei Stück. Drei Stück. Das wird schwierig. Okay. Dann machen wir uns wieder hier ein. Oh, der läuft da schon gleich hin. Okay. Ich glaube, ich versuche es mal hier fernkampftechnisch. Ah, hier ist auch einer. Ah, jetzt ist er bei dem. Mindestens einer muss doch weggehen hier. Nein, nicht auf den beschworenen Erzgolem. Also der... Der teilt nichts aus, der Golem. Manometer.
bin mal gespannt. Hab immer noch keinen hier. Oh, jetzt ist der auf mich aufmerksam geworden. Okay. Ist der ein bisschen nah dran, der Gegner? Oh! Flammen. Okay. Versuche ich es mal so. Schade. Okay, versuchen wir nochmal ein Ablenkungsmanöver. Tja. Au! Der ist schon dabei. Abzulenken. Bin mal gespannt, sind der alle dabei? Oh, er hier. Ah, Mist, der Geschwindigkeit. Das ist natürlich auch doof. Mist, Mist, Mist. Mitten im Kampf. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen, liebe Freunde. Okay, jetzt aber. Mein Suchender ist weg. Da ist der Nächste. Was los, liebe Freunde? Ich glaub's ja jetzt nicht, ne? Erstmal Rückzug. Bei so viel Zeug. Das ist der Hammer. So, gab's hier noch irgendwie was? Nein. Lasst mich in Ruhe. Wo ist denn der zweite? Irgendwas matscht da noch. Im Hintergrund. Ach, da hinten. Mal knabbert. Moment mal, hier war noch ein Razor versteckt, richtig. Okay. Gut, sind das auch Razor? Ja, dann gibt's, kann man die. Ja, willst du wohl? Herrlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da hinten ist eine, sieht aus wie eine Höhle. Hier ist viel zu viel los. Aber klasse. Mhm. Okay. Du willst wohl nicht, also. Haha. Stufe gestiegen. Okay, jetzt weiß ich es endlich, wie das geht mit den Kombos. Aber vielleicht sollte ich mal speichern. Oder auch nicht. Da kommt einfach so einer aus dem Hinterhalt. Ich hätte doch ein bisschen mehr Abstand nehmen müssen. So, kommt noch eher aus dem Hinterhalt. Gut, speichern und was trinken. Oder umgekehrt. Erst was trinken, dann speichern. Haben wir. Ja dann. Wollen wir noch hier die Canyon-Ratten erledigen. Da ist noch eine. Irgendwo dahinter. Hallo? Wo bist du? Da. Ach so. Er hat seinen Artgenossen gerochen und verspeist. Okay. Also. Gehen wir erstmal hier mal so quer rüber, um zu gucken, ob es nur Loot gut gibt. Habe ich die schon? Habe ich schon. So, und da hinten gibt es wieder Gefahr. Aber die Gefahr, würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, danke für eventuelle Kommentare und ein Like. Okay, so, das soll es noch nicht gewesen sein. Gut, okay. Alles klar. Also, bis dann. Tschüss.